Ami, da rechne ich mal. Siehst du, was ich hier mache? Einfach ein Tüte gefrorene Brokkoli, Blumenkohl und Möhren. Auf die Schatteller? Da kannst du Schnee schieben. Nein, das ist so. Oh, mach du mal jetzt einmal so. Im letzten Video hast du auch nicht gemacht. Einmal so. Nein, langweilig. Doch. Shabash. Guten Abend. Servus, meine Freunde. Was geht? Und zwar. Servus. In Bayern sagt man Servus. Hier im Norden sagt man Moin. Ach so. Moin. Und Servus. Ich fang dir noch an. Na, Barbasch. Das nehme ich gerne cool mit. Fang doch an. Also, meine Lieben. Ame Irosch war Auflauf checken. Ame Nudelauflauf Schort checken. Nein, Schwara, mach mal so. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Bessners Küche. Schwer. Herzlich willkommen also zu einem neuen Video bei Bessners Küche. Also ich bin schon mal, herzlich willkommen zu Bessners Küche. Ja. Nein. Hässlich. Herzlich. Herzlich. Ja. Willkommen. Also, herzlich willkommen zu Bessners Küche. Also, heute machen wir einen Auflauf. Check it out. Nudelauflauf machen wir heute. Und ja. Jetzt muss ich ja weiter reden, du kannst ja auch noch bleiben. Komm mal, tschüss, Ivi. Oh, mit Pech, was ist das denn hier heute? Genau, herzlich willkommen zu einem Video. Meine Mama hat euch ja gerade gesagt, was wir machen. Wir machen heute Nudelauflauf. Ein spezieller oder ein normales Standard-Nudelauflauf? Nudelauflauf mit Puttenbrust, mit Brokkoli, Blumenkohl, mit Möhren, mit Kartoffeln. Ich mach Mischmasch. Einfach leckeres Nudelauflauf machen wir heute. Der Beste aus Küche, selbst gemacht und selber Kreativität. Das geht auch schneller und oder mich an, damit immer Chichuknach hatte. Okay. Sagen wir euch. Und dann erzähl mal. Wie ich immer sage, ich habe große Familie, ich mache immer große Mangel. Familie Magel Karasti, man azide Paket, Singke, Imrisch, Gazichikum. Zweimal Hähnchenfleisch, Leute. Warte. Zweimal Hähnchenfleisch machen wir. Weil dann geht's zum Friseur, genau. Ich bin jetzt direkt von der Arbeit nach Hause gekommen. Mit Vorbereitung, alles schon fertig. Nudelauflauf habe ich schon gekocht, Kartoffel habe ich schon gekocht, Brokkoli, Blumenkohl habe ich nur heißes Wasser reingetan. 2 Minuten habe ich im heißes Wasser gekocht. Die sollen auch knackig sein, weißt du? Man geht in der Kalender, erst steht von Hamid Kalender, Pivaska, ein Zwiebel kommt rein, eine Dose Mais kommt rein, Roti Garis, eine Dose Epsene, Epsene China, voilà, Navka Schokolade, am wir Schokolade. Schokolade. Nein, also, nein, Schokolade. So sagen wir, dass die, als wir so Pfeffersahne. Genau, gibt's bei Aldi gibt's, weißt du, diese. Ah. 2 Stück davon benutze ich, 1 Liter Milch benutze ich und 2 bis 3 diese, Champignon. Diese Champignon benutzt ihr also, Leute, für ihren Nudelauflauf, stimmt? Also die Champignon nur stellen, ne? Da haben wir Champignon, das Geld gibt Nudel, der Auflauf Roscher. Also wir benutzen die. Also meine Freunde, jetzt habt ihr das Rezept gesehen und ein bisschen Gouda-Käse, Pizzakäse. Oben drauf. Ein bisschen Pfeffer kommt rein. Das ist sowieso, man muss ein bisschen Gewürze. Ein bisschen, nicht so viel, weil mein Gewürz ist alles drin. Eine Iro, Gewürze kommt hier, ein bisschen Fleisch, Knoblauch kommt rein. Und okay, das Salz erzählst du dann spontan. Also, unsere Sachen, das ist alles hier, was hier uns gezeigt wird. Wo steht Hohl beginnt, machen wir unsere Fleisch klein. Ne? Du lo ki haulo bavi shvedi u shkolbolakh ina madnya e kharabi. Mai gut. Seni upa mama mabuchi seni upa. Kat bejini so schnell hajalina kabina fara und
die soll Ajaliki. So? Hm. Wie viel Grad machst du dein Herd, Mama? Auf 9. Auf 9. Das letzte Mal habe ich erzählt. Ja, muss man immer wieder erklären. So sehr Gewürze. So schöne Tachen. Und dann die Buchhase an Werbung mit ihr checken, bei Tachen ein bisschen mit ihr Werbung checken. Oha, okay, habt ihr gehört, Leute. Also wenn jemand sowas besitzt von verschiedenen, wie nennt man sowas? Gewürze-Dosen. Dosen, also Gewürze, wo man Gewürze reinpacken kann, wie Dosen, Flaschen oder sowas, die so elegant und schön aussehen, dann schreibt ihr es gerne an. Wie viel Salz habe ich drauf gemacht, ne? Mhm. Warten wir, hasta gustema, ein bisschen sordi. Also wir warten ein bisschen ab jetzt, bis es vielleicht ein bisschen anbratet. Genau. Dann langsam, langsam kommt. Komm, so lange machen wir andersrum. Nicht anders, andere Sachen. Aber hat er noch Stefan Navarichen? Hat er Gostema Chirbi Sorbe? Let's go. Also Nudel Honey Baloknav, mit Paket Nudel Chicken, ne? Mit Kalanden Hasergrin und Garen Chip verschiedene Nudel Chicken. Aber im Abel Malbo Rast im Abchicken. Einfach ein Tüte gefrorene Brokkoli, Blumenkohl und Möhren. Also gemixter Blumen. Genau. Die kommen auch rein. Wie man sagt, immer Augen essen mit Gerek reingeben, ich koste Quayat Gerasti. So, ne? Also, mit Kartoffeln. Vier Kartoffeln mit kleinen Kirn und so ein bisschen kochen Kirn. Die sind schon gekocht. Guck mal, man mag das. So, die sind schon gekocht, ne? Bisschen mehr Hallo nachher und dann Tablier Wibben koste. So, langsam. So. Mit Dosen Mais beginnen wir. Ich brauche Tamawiji Kosha und Rangiwiji Barbuch. Ein bisschen Mais rein. Ich habe auch mal so Walaken, Wasser kommt weg. So. Siehst du so? Und Karin, Tschischkortali habe beginnen. Wie ich immer sage, Geschmackssache. Das ist gute Geschmack. Leute, meine Freunde sagen, ich könnt machen rein, was ihr wollt. Genau. Das ist auch gut. Denn es schmeckt fertig. Immer lecker. Und Karin wird nach der Goste Haus aus der Hawanji sorbeken und Karin Hallo Gileken, aber als ich Hallo will schicken. So. Das ist, man sagt Nudelauflauf, aber das ist. Bessner Auflauf. Gemüseauflauf. Gar nicht, ich kann nachher lassen. So. Das geht so schnell vorne. Das schmeckt bestimmt auch noch gleich so heftig. Gusti mahalo avai Afrika, wenn wir heute lecker gerecken, gib avai hobby. Ich meine, hey, die schon ein bisschen die Gusti mahalo avai hobby, ein bisschen so abu, kommt ein bisschen Öl und Zwiebel. Da in die Fleisch rein. Genau, also ich würde braten. Gut, dann würde ich sagen, wir warten, bis das Fleisch ein bisschen durch ist und wir sehen uns gleich. Genau. Mama, das ist nicht dein Ernst, dass du die Tüte aufgemacht hast von Sali ohne mich. Heute, gestern haben wir das gemacht. Gestern, die Kinder wollen unbedingt Falafel essen. Dann habe ich auch gesagt, Falafel Mann, gemacht. Ey, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ja, heftig die sind, diese ja. Falafel von Salim. Musst du auch noch machen, morgen, Wochenende, Sonntag. Morgen können wir machen. Boah. Leute, auf jeden Fall, ohne Spaß, gönnt euch doch einfach mal diese Salim-Körner. Diese Salim-Falafel. Salim-Falafel und Salim-Körner. Ja. Beide. Beides. Die sind so lecker. Die kriegt ihr in jedem orientalischen Laden in ganz Deutschland und auch mittlerweile fast in jedem Inkop. Jeden Inkop, das glaube ich nicht, Ramgino. Nur fast. Filiale, glaube ich. E Filiale, Chia, ja. Bei Filiale, wenn die haben die gesagt, wenn die Leute kaufen das, die nehmen, die holen immer. Immer mehr Produkte von denen. Genau. Also, wenn ihr kauft bei Inkop, das ist einfacher, besser, wie letztes Mal habe ich gesagt, wenn ihr mal türkische Laden oder arabische Laden weit weg immer fahren. Wenn ihr kauft, das heißt, bleiben die Tiere immer und ewig im Inkop. Ja, genau. Also liegt an das euch, Leute. Einfach für euch. Bestellt also, euch die und ihr macht keinen Fehler. Bestellt euch. Gönnt euch, ey, war. Kompani. Die sind so lecker. Wirklich, ohne Spaß, die sind wirklich lecker. Ja. Kann man und Frühstück essen, Brody, kann man Mittag essen, kann man Abend essen. Das ist... Naschen. Genau, das ist Brody, Roscha. Also, bestellt mit den Schroder. Hier kommt Öl rein. Du erst steht auf die Vase, heute zurück. Mhm. So. Die Vase, die Geschmackssache und Buchhase nicht voll beknabbern, nach Hause und nach. Aber die haben wir jetzt mit der Nase.
gefahren, die Vase ist mit einmal kostet. Also, 2 Minuten, 3 Minuten warten wir. Und das kommt unsere Sahne rein. Helgi, während Sahne von Halo checken, noch leichter. Eine Halo checken, was die einfacher, ja. Weil du gut schießt, und Pulver bekennst, gerne und richtig rühren, damit du in der Regel kriegst. Also, schiere Saar und Pulver vermischen, bekommt das kommt rein. Okay, okay. Okay, okay. So. Eine ganze Packung Milch. Genau. Da wo Geld kann, das ist zu viel und direkt nach Suagen. Also kotieren ein bisschen, das will ich auch kotieren. Also, im Bauern kommt jetzt hier rein, bei Milch, kalte Milch. Achso, dein Pulver von den Gewürzen kommt in das kalte Milch? Ja. Einfach, Heidi. 2. Sehr, sehr gut, Mama. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, das wird auch gleich richtig lecker. Also, so. Was denn? Wo stehen wir? Die Vase mal so rund. Ne? Mm-hmm. Gelki nicht knacken, hallo Wasser, da haben wir Gelki frisch gerastet. Einfach nur so. Also, am Schiri kommt da nach. Guck mal, Champignon mit einer Soße, das Chilo haben. Guck mal, ja. Die waren alle bei Soße drin, diese Champignon. Heftig. Ja, die kommen alles da rein. Warte. Jetzt mixst du das zusammen, oder was? Eigentlich kann man das schon so essen, ne? Mit Reis. Genau. از وی دیل وزانی وان پس وی بنویسیم اوه که کریمی خیلی ده مایه که بی خوش بی سی کنترایم داری هم وکر این فقط سو وی کارامل زوسی کامارل کامارل هم وی زویته وی دی کنه پشت بینه ما آه مینه فرینه واتی واتی Direkt haben drei halbe Park geschickt. Ja Mama, dein Ernst, jetzt machst du nur noch da drinnen Würfel, bist du richtig geizig, ey. Das muss es aber gar kein Kilo genau weiter, aber nur, hä? Warte! Mein Gott, Frauen schon wieder, wirklich, alle Frauen so. Muss gucken mal, haben Creme Tete, aber so. Rasti Chicken und Poshmanaben, da haben wir Gelki Khosha. Wee Creme, wee Pulvawi. Also ein bisschen. Das kommt auch Knoblauch rein. Nein, nein, nein. Guck mal, Knoblauch, der hat meine Frau schon raus. Sie hat direkt nach so einer Sauer. Pulver her, aber zu wenig. Ne? Alla, mein Mixgerät, du machst mit Händen. Warum? Nein, das geht nicht mal. Sie mixen mit einem Gusch mit einer Dino. Und sie ein bisschen Karabi bei den Gesäden. Und keine Schraube, wenn man alle wieder bekommt. So, sie verstimmt die Frau schon. Ami. Und das kommt gleich alles darauf, ne? Genau. Ja. Yeah. Ein bisschen Chili legen. Man sagt immer, Augen essen mit gerecht, nur Farbe reingehen, was will. Und ein bisschen Tamayo, du Jaiti habe. Femke? Nein, du sprichst Chinesisch. Achso. Der Mari, du schnapp, haben wir auch nicht. Sie sagt, jede Gewürze in jedem Essen schmeckt am besten. Ja. Essen ohne Gewürze schmeckt nicht. Das ich Essen ohne Geschmack. Ich kann die Kamera nicht. 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 Ich wollte gerade sagen, Salz fehlt. Salz fehlt, ne? Ja. Aber ein bisschen. Nicht viel. Ehrlich, nicht viel. Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht, glaub mir. تشتیخ راستی مخوی گل کلی نکرنا ولیش بر زو سایم گوی شور ببلی نکرنا یا بگنی گویتس فون دیزه شامپیون زو گویتس ایخ هب دین هیا بسیل هونه بغی غنگ تم واسا کرتوفل مت هونه بغی گکوخت الیس نودل مت هونه بغی گکوخت گشماگ هم مطعم اردون که جیتی اون یت اواما زو ساما جی هلو باسا تیر بوناوی و این هد نوا فرمیده تم چی بی تیر بو باس هلو از ویجا بردن نبنه Let's go, bin mal gespannt. Genau, das reicht jetzt. Herd ausmachen. Das kommt alles hier rein jetzt.
jetzt kommt Fleisch. Haya, Chibutira dauert Gichio. Das reicht für uns für zwei Tage. So. Auf jeden Fall, Leute, kann man sogar jetzt schon essen. Ist schon fertig, Brody. Das, weil die Sachen ist schon alles gekocht. Aber na klar, ein bisschen gereckt hat, da mal, wenn er mich gerade ziehen bekommt. Wie im Kichern gehen. Und am Epaner legen jetzt. Du hast gerade Dings geredet, Japanisch. Oh, okay. Immer du bitte fehlt jemand. Schimmer auch, ich muss da alle geben, da weiter. Arib, Brody, mich auch, ich wollte dir bekommen. Ich kann sagen, jetzt passt er. Dann würde ich sagen, Mama, das leckere Genuss wird mit Käse jetzt schön verstreut. So. Auf jeden Fall, Leute. Es ist eigentlich voll viel, es ist viel Gemüse, aber auch fettig. Bombenkalorien. Aber man isst vielleicht zweimal im Monat oder einmal im Monat. Denkst du, machen wir jeden Tag dieses Essen? Leute, meine Kamera ist gerade leer gegangen. Deswegen nehme ich gerade mit dem iPhone auf. Ich hoffe, die Qualität ist nicht so schlecht. Ich glaube sogar, die ist besser. Ich weiß nicht. So, Rangin, wir sind jetzt fertig. Dann, meine Freunde, so sieht es am Ende aus, wie ihr gerade seht. Sehr lecker und saftig. Wenn es gleich im Backofen ist und angebraten ist, wird es bestimmt noch geiler. Also gebacken wird, oder wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. Aber auch Bani gemacht wird. 250 Grad, oder wir gucken vielleicht 15 Minuten. So, wir gehen jetzt auf Lofa Machebo. Siehst du, Chukaschebo. Mama, Ruhe, wir gucken uns das gleich an. Das sieht auf jeden Fall mega saftig aus. Holy shit. I'm so holy, holy. So, meine Freunde, wie ihr seht, schön mit der Käse oben überbacken gewesen. Sehr saftig und das ist auch bestimmt richtig knusprig. Ja. Mama? Richtig, wir warten so lange, so ungefähr 10 Minuten, damit ein bisschen Havizin bekommt. Ja. Und dann kann man schneiden und ist riesig. Aber alles 10 Minuten klar. Lassen wir so, das ist richtig heiß, weißt du? Einfach so, das sind 10 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, in 10 Minuten wird genascht. Auf Schottala! Das ist besser mit dem hier. So. Das ist eine richtige, da kannst du Schnee schieben. Nein, das ist alles gut. Aber ja, du. Schrotterer, ne? Schmarduckerer. Mhm. So. Weil das ist normal, Nudel, Kartoffel, haben wir hier. Yes, auf jeden Fall. Guck mal, wie, Fall, wie saftig das aussieht. Mhm. Wow. Was ist mit der? Auf jeden Fall, das reicht. Das wird jetzt lecker, kurz ein bisschen probiert und verzehrt. Und ja. Yeah. Ja. Das ist keine, du denkst, schneiden wie Lasagne. Das ist keine Lasagne. Ja, das geht immer alles auseinander. Das ist normal. Das ist Nudelauflauf. Nudelauflauf, Corona. Ich kenne ihn mal. Ich sag mal, so, meine Freunde, wie ihr seht, das ist unser lecker Teller, Lasagne selbst gemacht. Lasagne. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Nudelauflauf fertig. Dann würde ich einfach sagen, Mama, du probierst auch mit. Natürlich. Bisschen zurück, nicht so viel drauf. Nee. Gerne. Was hat der mal? Boah, ich mag ihn nicht. Mach ich noch. Also. Dann lecker, wenn der so meine Herren gewischt. Leute, auf jeden Fall. Macht's einfach nach. Was soll ich sagen? Da ist so ein bisschen scharf drin, das ist so geil. Ja, aber richtig gut. Ich will Pfeffer als Wasser. Hat er das gekriegt, ne? Ah, ich bin mir weh. Ich bin mir weh. Zu kalt.
Wow. Das ist richtig lecker, Fadi. Mach du einfach Abschied. Was mit Bücken und Boschmanaden und einfach waren zu Bücken, haben die Stücke wieder Bücken und einfach Bücken vor Nachbar. Und mein Spielnecken teilen, liken, abonnieren und Instagram mein Spielnecken. Oh. Und Rasti und Litschi, die Gute. Fleisch haben. Und Sahada war frisch, Tschakio Matschki. Und ich bin mit Kiro Khashida, hat er Jagdin, Shabab Minukhash, Zaruk Burchina, Bandamo, Shivina, Ami Vita Shiva Padin, Ami Shiva Khashida. Tamam? Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Sammy K. und Remy K. in Bestens Küche. Mua.